Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider The Dagger of Xian. Das Ganze ist momentan eine Demo zu einem Fanprojekt-Remake vom zweiten Teil. Bedeutet also, irgendein Typ hat sich hingesetzt und hat gedacht so, hey, ich hab Bock, ein Tomb Raider 2 Remake zu machen. Und ja, das ist jetzt die Demo dazu. Ich habe gerade schon mal reingeschaut und es sieht unfassbar gut aus. Man hat das Gefühl, man spielt Tomb Raider Anniversary. Es sieht genauso aus, es spielt sich genauso. Und dafür, dass das ein Fanprojekt ist, fände ich das schon ziemlich genial. Das Ganze soll circa eine Stunde Spielspaß bieten. Ich bin gespannt, wie lange es dann tatsächlich sein wird. Bedeutet 2-3 Videos, wenn ich mich ganz blöd anstelle, natürlich auch mehr. Und ja, das Ganze gibt es bis jetzt nur auf Englisch und Französisch, glaube ich. Ist aber, denke ich, nicht so das Ding, denn das Hauptaugenmerk wird vermutlich auf Gameplay liegen und nicht unbedingt auf Story. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und ich freue mich echt drauf. So, nein, ich möchte ein neues Spiel starten. Ja, natürlich. Und wir spielen einfach mal auf normal, würde ich jetzt sagen. Und das hier ist auch alles okay. Moment, ich muss eben schauen. Ich muss doch nochmal zurück. Und eben in die Optionen. Grafik, Display, wo haben wir es denn? Sound, Game. Moment, wo hatte ich das denn? Sound, war es hier? Das ist alles soweit okay. Nee, ich wollte eigentlich wissen. Language, ah, da ist es doch, genau. Ich wollte wissen, ob die Untertitel an sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, dann starten wir jetzt ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ist okay. Oh, wie cool! Es geht los. Und ja, das Ganze kann man natürlich mit Gamepad oder aber Maus und Tastatur spielen. Und ich habe euch gerade den etwas längeren Ladebildschirm vermutlich rausgeschnitten. Da wurde noch so ein bisschen von der Story erklärt. Es gab so einen tibetianischen Mönch namens Pai Bang. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und der Legende nach zufolge verwandelt sich jeder, der sich mit diesem besagten Dolch ins Herz sticht, in einen Drachen. Und ja, Lara ist dem Ganzen jetzt hier auf der Spur. Und es sieht einfach aus wie Tomb Raider Anniversary. Ist einfach so gut. Und es spielt sich auch genauso. Kannst du bitte abtauchen? Genau. Oh, wie gut. Leute, ich freue mich so. Das ist so gut, ne? Ist ein bisschen dunkel unter Wasser, habe ich das Gefühl. Ich muss mich jetzt, Moment, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal noch an Land ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Ich habe mich vorhin in der kurzen Testaufnahme hier gar nicht wirklich umgeschaut. Ich habe nur kurz geguckt, läuft alles und ja, es läuft. So, also wir haben eine Schrotflinte, wir haben die Waffen, wir haben ein, oh, ein großes Medipack, zwei kleine und vier Fackeln, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay, gut. Dann schauen wir erstmal, was wir hier so finden, bevor ich da untertauche. Ich finde das so krass, wie man das hinbekommen kann. Das ist halt genauso, im Endeffekt, kannst du ja nicht hoch, im Endeffekt genauso aussieht. Also das Ganze ist mit der Unreal Engine gemacht. Kannst du da nicht hoch, Lara? Ach doch, das funktioniert. Okay, dann schauen wir erstmal. Und auch die Soundeffekte, ne? Es ist einfach irgendwie genauso. Oh, was haben wir hier? Ein Medipack, ja, super. Mit Y kann ich das nehmen. Okay, bedeutet, wir haben jetzt zwei große. Und da hinten geht es noch weiter. Moment, dann möchte ich da erstmal hin. Ich finde es auch gerade... Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass die Fackel anbleibt. To jump and grab. Ja, ja, das ist soweit klar. Was haben wir denn da oben noch?
Jo, auch noch mein Medipack, das ist super. Wow, relativ viel, ne? Ich bin auch gespannt, was für Gegner wir jetzt hier erwarten. Ich muss ja zugeben, ich habe ja die alten Tomb Raider-Teile nie gespielt. Von daher kenne ich Teil 2 überhaupt gar nicht. Ja, muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, aber weiß ich nicht. Vielleicht hole ich das irgendwann nochmal nach. Vielleicht warte ich dann auch auf dieses wundervolle Fan-Remake. Jetzt muss ich erstmal schauen, kommen wir denn hier unter Wasser weiter? Ist denn hier irgendetwas? Sieht gerade nicht so aus, ne? Gehe ich einfach mal hier so hoch. Können wir denn einen coolen Handstand machen, wenn ich gedrückt halte? Oh, wow. Selbst das funktioniert. Wie gut ist das bitte? Oh, das feiere ich ja jetzt schon. To zoom. Okay, was kann ich denn hier anzoomen? Wie kann ich überhaupt schießen? Moment mal. Ah, alles klar. Mit LT. Ach nee, mit LT ziehen und mit RT. Dann tatsächlich schießen. Okay. To jump. Ja, ja, wo kann ich denn hinjumpen? Ach, da gegenüber wahrscheinlich. Jo, sehr schön. So, ach so, gut. Die Kamera fokussieren. Show. Dieses HUD-Menü. Kann ich das so nicht anzeigen? Na gut. Kommt man da hoch? Okay. Kommt man da hoch? Es ist nicht ganz so gut markiert wie in den anderen Teilen, ne? Würde ich jetzt behaupten. Also da konnte man immer relativ easy sehen, wo man tatsächlich hinklettern kann. Also Checkpoint. Okay, so darüber. Wow. Ich freue mich echt, sowas wieder zu spielen. Also die anderen Teile, hier die neuesten, ne? Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider. Das war cool, das hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Aber ich finde es jetzt auch mal wieder gut, sowas hier zu spielen. Wo soll ich denn hin? Moment, komme ich? Komme ich darüber? Was zur Hölle? Ja, wahrscheinlich, ne? Darüber. Aber ich muss doch erst an die Wand. Kann sie sich da festhalten? Ich probiere das jetzt und vermutlich springe ich nicht in den Tod. Das ist schon mal ganz gut. So, Moment. Von hier darüber. Ja gut, das Gras sieht jetzt nicht so perfekt aus, ne? Aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen finde ich das so gut, wie man diesem... Oh Gott, nein! Nein! Wie man dem Original so nahe kommen kann, das finde ich schon richtig nice. Aber gut. Wo hatten wir jetzt gerade den Checkpoint? Ich weiß es nicht. Ja, das Ganze ist hier übrigens, spielt an der chinesischen Mauer, wie man ja auch vorhin im Intro gesehen hat. So, wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich. Okay. Aha. Gut. Ich werde so oft sterben. In dieser 1 Stunde Spielzeit. Vermutlich, keine Ahnung, 20, 30 Mal, ich weiß es nicht. Aber ich habe das doch vorhin genauso gemacht. Obwohl, nein, da bin ich eher an diese rechte Ecke. Nein, geh mal bitte hoch, Lara, mach keinen Mist. Fang nicht schon wieder mit an, hier Mist zu machen. Ja, jetzt aber. Sehr schön. So, also ich bin jetzt erst hier hingesprungen und dann einfach da vorne so an die Kante. Das erkennt man echt schlecht. Oh Gott, ja, das passt. Wow, Tiger. Oh Gott, okay. Moment, also darüber. Das war jetzt noch kein Problem. Das hat funktioniert. Und dann dahin. Das ist auch soweit klar. Lara, spring mal nach oben. Ah, genau. Dann nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Nein, nochmal nach oben funktioniert nicht. Wo willst du dahin springen? Da ist nichts. Dahin? Nee, stopp mal. Lara, genau. Sie könnte dahin, dann da rum und dann... Nein! Nein! Ja, ich werde hier echt oft sterben. Oh Mann. Toll, das ist gerade nicht mein Checkpoint. Also, wieder an die Kante. Ey, nein, Lara, das gibt es doch nicht. Wisst ihr noch, wie ich mich damals aufgeregt habe in den anderen Teilen, wie ich immer alle Schuld auf sie geschoben habe? Das werde ich hier natürlich auch tun. Entweder schiebe ich die Schuld auf Lara oder aber auf die nicht sichtbaren Kanten. So, das ist jetzt klar. Da muss ich mich gleich nur da oben nochmal genauer umschauen. Sieht man den Tiger jetzt nochmal? Ja. Oh Mann, Leute. Muss ich gleich bestimmt hier noch kämpfen. So, nein, Moment, genau. So rumdrehen. Und hierhin, zu dem nicht so schönen Gras. So, nach oben. Nach oben. Nach oben. Und hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Okay, also rechts würde keinen Sinn ergeben. Das sieht doch schon so aus, als könnte sie sich da festhalten. Dann rüber und dann da oben. Ganz nach oben. Ja, das Problem war, sie ist halt gerade ein bisschen zurückgesprungen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. So, Checkpoint bitte, wenn ich gleich da oben bin.
Checkpoint. Bitte, damit ich den ganzen Kram hier nicht nochmal machen muss. Da kommt sie nicht hoch. Boah, das ist super schwer zu erkennen. Darüber, okay. Laura, gib alles. Aha, danke schön. Wenigstens nicht ganz nach unten. Dann eben nochmal. Meine ich das nur oder fehlt Hintergrundmusik? Gab es sonst... Nee, andersrum. Gab es sonst Hintergrundmusik? Ich weiß es nicht mehr, aber gerade. Ist es ja... Oh Gott, Laura, relativ ruhig. Was macht sie denn da? So, hoch mit dir und nochmal hoch mit dir. Und dann auf jeden Fall jetzt in die richtige Richtung abspringen. Ja, genau. Jo, sehr schön, das hat funktioniert. Und jetzt mit Anlauf und am besten nicht wieder runterfallen. Sie ist auch dreckig, ne? Sie ist sogar ein bisschen dreckig. So, ja, mit Anlauf geht nicht wirklich, weil hier das Gras so ein bisschen den Weg versperrt. Ja, jetzt aber... Ah, super. So, jetzt hier oben hin. Und dann sind wir gleich auf der chinesischen Mauer. Kannst du da hoch? Nein. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. Okay. Ja, ich möchte da nicht rüberspringen. Das sieht auch nicht so aus, als würde das funktionieren. Jetzt lässt sie sich wieder fallen. Also da hinten hin ergibt ja keinen Sinn. Da oben ging es jetzt nicht weiter. Doch, ich muss doch irgendwie... Ah. Oh, wow, das erkennt man aber so... Oh Gott, das erkennt man so gar nicht. Ich möchte gerne da oben... Also man erkennt es schon, aber ich wusste halt nicht, dass ich dran springen kann. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass sie... Ah, dass sie blöd springt. Nee, nee, geh mal einfach nach oben. Nee, da ein bisschen... Ah, ich habe so die Befürchtung, dass sie dann falsch abspringt. Aber nein, hat funktioniert. Oh, sehr cool. Kannst du da durch? Nee, lieber nicht, ne? Lass dich mal da fallen. Und dann entweder darüber. Nee, da vorne nicht. Dann einfach mal da so hin, genau. Da sind die Gitterstäbe, hier geht es nicht weiter. Kannst du dich da reinstellen? Oder müssten wir doch da durch? Pass mal auf, ich mach das einfach mal. Oh. Oh. Okay, oh wow. Wir sind in einem Turm der chinesischen Mauer. Und wie kommen wir hier raus? Da wahrscheinlich, oder? Das war jetzt... Nee, Moment. Alles so verwirrend hier. Nee, nee, von hier bin ich ja vorhin durchgegangen. Das bedeutet, wir müssen doch noch ein anderes Fenster haben, wo wir rauskommen, oder nicht? Können wir damit irgendwas machen mit der Tür? Nein. Ich möchte gerne auf der chinesischen Mauer laufen. Ah. Wow. Oh, wow. Voll erschrocken. Tauch mal bitte auf, Lara, falls es geht. Ich hoffe nur sehr, dass wir hier weder Krokodile noch Spinnen antreffen werden. Ihr wisst ja, gegen beides bin ich in den Tomb Raider-Teilen ein bisschen allergisch. Inventar öffnen, was haben wir denn? Ja gut, wir haben die Waffen. Wir haben die Shotgun, Medikit, das ist auch soweit klar. Ach, hier brauchen wir irgendwas zum Drehen. Höre ich da schon irgendwelche Tierchen? Bitte nicht. Was passiert denn, wenn wir es drehen? Ach so, dann öffnet sich das da vorne. Bleibt das denn stehen? Ja, es öffnet sich nicht komplett und das ist kaputt. Okay. Da geht es jetzt wieder nach oben. Ah nee, das dreht sich doch zurück, so nach und nach, ne? Springen wir erstmal... Oh Gott, ja genau. Springen wir erstmal darauf. In die Ecke, geht das? Ach so, nee, ich wollte eigentlich in die Ecke springen. Aber ist auch okay, wenn wir uns hier so ein bisschen lang hangeln. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit ihrer Blickrichtung. Das finde ich ein bisschen komisch. Gut. So, abspringen ist kein Ding. Und dann da oben dran. Ja, gut, aber was genau bringt uns das? Und nu, wo können wir da ranspringen? Ich springe einfach mal ab und... Ah! Ah! Ja, to drop down, aber... Ja, okay, aber das bringt mir doch gar nichts. Das kapiere ich jetzt nicht. Kann ich hier auf irgendwas schießen? Womit ist das denn befestigt? Also das war an diesem Ding befestigt, das ist soweit klar. Aber wenn ich da oben hänge, was soll ich denn dann down droppen, außer mich selbst?
Komm, wir machen das nochmal eben kurz. Kannst du es nochmal schieben, Lara? Geht das? Ah, sind wir jetzt... Moment, sind wir jetzt auf der anderen Seite? Nee. Hä, das bringt doch gar nichts. Stopp. Stopp, stopp. Also, dieses Ding ist hier für die obere Vorrichtung, ne? Aber warum hat das denn jetzt nicht so wirklich funktioniert? Ah, jetzt. Okay, sie zieht es raus. Ach, und jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie... Ach, Lara, bitte. Auf Zeit da hinten rüber und dann können wir da irgendwas machen, was ich jetzt aber gerade übersehen habe. So, dann beeil dich mal ein bisschen. Da komm, da nochmal rüber. Da nochmal hin. So, darüber. Sehr schön. Dahin. Und da oben an dieses wunderbare Ding. So, to jump backwards. Wo ist denn horizontal... Ah, dieses Ding? Nee. Was ist denn horizontal Beam? Dieses... Ich weiß ja nicht. Hä? Greif ich nicht. Aha. Das ergibt doch hier gar keinen Sinn. Kannst du da mal drauf schieben? Alles wegballern hier? Nee, scheint nicht zu funktionieren. Okay, da geht's nur wieder nach oben. Kann ich denn... Moment, das könnte ich ja mal eben austesten. Kann ich hier vielleicht tauchen? Lara, kannst du abtauchen? Ja, das funktioniert. Oh, wow, das ist aber richtig... Richtig diesig, da sieht man ja gar nichts. Nee, nee, tauch mal hier auf. Ich bezweifle, dass da noch irgendwas ist. Nö, also das hier sind die beiden Balken. Okay, soweit klar. Nee, da ist ja nichts mehr. Nee, nee, tauch mal wieder auf. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Was muss ich machen, wenn ich da dran hänge? Kann ich denn von da irgendwie da hinten dran? Passt mal auf, ich mach mal eben kurz, wie ging das denn? Genau, ich mach mal eben kurz hier so eine Fackel an. In der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen mehr sehe, aber nein. Ich hänge da dran, ja? Und dann kann ich wohin springen und mich wohin fallen lassen und was genau bringt das? Und das hier geht doch nicht mehr zurück. Also es ist jetzt generell erstmal geöffnet, was ja gut ist. Kannst du blöderweise oder lustigerweise mit der Fackel irgendwie springen und klettern? Das wäre total toll, dass wir da trotzdem noch was sehen. Also dahin. Dahin. Und rüberschwingen. So, hier ist sonst nichts mehr. Okay, hier kommen die nächsten Stangen. 1 und 2. So, wir springen da dran. Ich hoffe, ich springe jetzt gut ab, weil ich nicht ganz mittig bin. So. To jump backward off the column of the... Also, ne, horizontal beam. Also ist für mich hier dieses horizontale Ding. Aber was bringt es denn, wenn ich backwards jumpe? Also außer, dass ich da wieder ankomme. Das bringt doch gar nichts. Kannst du nochmal so ein Ding anmachen? Hier in der Ecke geht das? Ach nee, schade. Check ich nicht. Du kannst ganz nach oben. Da kannst du... Ah. Ah. Ja, aber das bringt's doch nicht. Ah! Oh Gott, Leute. Oh, wow. Oh, wow, doch noch passiert. Ah, was für ein Zufall. Ja, sehr schön. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben es dann doch noch gepackt. Tageslicht. Oh, Leute, wie cool. Wie geil ist das denn? Die chinesische Mauer und es ist einfach niemand da. Und können wir? Wie ging das denn nochmal? Pass mal auf, möchte ich jetzt gerne mal wissen. Wie ging das denn hier? Mit der Superrolle und dem Hechtsprung. Ah, so geht's. Oh, wie geil. Ja, oh, cool. Noch ein Hechtsprung. Ja, oh, super. Oh, ich habe da voll Bock drauf. Warum gibt es kein komplettes Spiel? Kann ich da wohl runter? Ja, vermutlich nicht, ne? Ich gucke erstmal da vorne. Hechtsprung! Nein, funktioniert auch nicht immer irgendwie. Komm schon, noch ein. Noch ein, Lara. Na gut, dann eben nicht. So, was haben wir hier? Da geht es runter. Hier noch irgendwelche Medipacks oder sonst was. Oder von mir aus auch gerne ein paar Fackeln. Hier geht es jetzt weiter. Da ist nichts mehr. Okay. Ich nehme einfach mal den einfachen Weg. To draw your weapons. Okay, das habe ich schon... Ah, das habe ich schon kapiert. Ich hätte aber nicht gerne die Schrotflinte. Das muss nicht okay sein. Raben oder Krähen oder was auch immer.
Wow, ist aber viele. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht von der Mauer runterfall. Sind echt nicht wenige. Hechtsprung! Yay! Und Checkpoint! Oh, wie geil! Ja, ihr merkt es schon, ich bin begeistert, aber ich kann mir vorstellen, dass auch viele von euch begeistert sind, wenn ihr das hier seht oder aber selbst spielt. Ich verlinke natürlich alles in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auch selbst runterladen und spielen. Kann ich irgendwie außen rumklettern oder... Oder muss ich tatsächlich da durch? Oh, das war nicht so klug von mir. Nein, das war tatsächlich nicht so klug. Vermutlich hätte ich doch irgendwie rumklettern können. Oh, ich finde das Bild auch so geil, ne? Das ist schon richtig cool gemacht. So, Moment, Moment. Also, wir können uns ja erstmal hier hängen lassen, oder? Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Bringt uns aber nichts, weil ich denke, auch da können wir nicht weiter. Da können wir nicht runter. Wie ist das denn? Kann ich mich auch hier hängen lassen? Oh, nee. Ach doch, die Steine gehen kaputt. Kann der auch mal runterfallen? Nee, hier kann sie sich definitiv nicht festhalten. Können wir irgendwie rumklettern oder so? Ich weiß ja nicht, wenn das hier nicht so wirklich sichtbar ist. Ich probiere jetzt mal einen Moment, mich da festzuhalten. Okay, das ist schon mal gut. Ja, so sehe ich wenig. Wie geil das einfach ist, ne? Nee. Kann ich mich denn hier, ja genau, hier fallen lassen? Und dann kann ich links ranspringen? Nein. Aber das wird doch irgendwie so sein. Ah, da kannst du hin. Oh, hoch, Lara, hoch. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wollen wir nicht eher oben lang? Oh Gott, okay, das hier bricht. Oder bricht doch nicht? Okay, irgendwie kriegen wir das schon hin, dann da vorne hin. Oh, Leute, ich möchte in dieses Tal. Ja, ich bin falsch gesprungen, ich weiß, weil ich gerade dieses Tal da begutachtet habe. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Also, dahin. Dann vorsichtig durchlaufen. Moment. Vorsichtig durchlaufen und hängen lassen. Dann dahin springen. Genau. Dann ganz fix nach oben. Und Moment. Nein, erst nach links. Ah, nach rechts meine ich. So, dann hoch. So, und jetzt nicht vom wunderschönen Tal ablenken lassen. Aber ich muss doch dahin, oder nicht? Kann auch sein, dass es jetzt wieder ein bisschen was mit der Sprung... Richtung zu tun hatte. Ah, jetzt funktioniert's. Oh, super, das bricht doch bestimmt. Laura, beeil dich. Spring weiter irgendwo hin. So, hier geht's runter. Und dann... Nein, dahin. Nein! Oh, doch, hat funktioniert. Oh, fantastisch. Ist denn hier... Oh, was war das? Ein paar Frame-Einbrüche. Geht's denn jetzt wieder? Fängt sich das jetzt wieder? Sieht gerade nicht so aus. Und kann sich das jetzt bitte wieder einkriegen? Jo, das sieht gut aus. Ich habe auch, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, irgendwie die Meldung gekriegt, bla bla, mit Fraps geht das nicht oder Fraps hat dies und das. Aber anscheinend geht es ja doch. So, oh, wie cool. Wie cool. So, RB für Sprint, was ich auch richtig gut finde. So, kommen wir da einfach so rüber? Ich glaube schon. Lara, vorsichtig, bitte vorsichtig. Was ist denn Swan Dive? Was ist denn Swan Dive? Oh Gott, Laura, nein, nein! Was tust du denn da? Vor allem, es war doch Wasser. Können wir da nicht einfach reinspringen? Ach, Swan Dive ist der Hechtsprung. Ja, natürlich, den sollen wir da reinmachen. Ja, klar. Obwohl, nee, da stand ja jetzt B. Der geht ja gar nicht mit B. Der geht ja mit A und B, oder? So habe ich ihn zumindest vorhin die ganze Zeit gemacht. So. Swan Dive. Doch, wir müssen da rein von hier. Vielleicht klappt das jetzt. Also irgendwie geht das ja nicht immer. Ah, nein. Nein, das war nicht der Swan Dive. Ach, wie doof. Manu. Manu, so RB, um schneller zu schwimmen. Wo muss ich überhaupt raus? Da hinten ist auch so schön, ne? Also, wir kommen jetzt im Endeffekt von da. Deshalb würde ich sagen, schwimmen wir einfach mal so in diese Richtung. Dass wir da auch auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier aussieht mit Secrets oder so. Von daher lasse ich das einfach mal. Oh nein, alternative Waffen, ist das euer Ernst?
Oh. Ist da noch einer oder warum ist da noch Musik? Warum ist da noch Musik? Kann ich Musik bitte aufhören? So, das war's mit dem Tiger. Aber dann wissen wir wenigstens, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist schon mal gut. Moment, hier ist was, da ist was. Wo möchte ich denn hin? Erstmal da vorne. Ach, da geht's vermutlich gar nicht weiter, ne? Ach doch, nee, doch nicht. Ich mach noch mal eben kurz so eine Fackel an. Wie ging das denn? Geht's da hoch? Nö. Okay. Ja gut, Bäume sind jetzt auch nicht so schön, aber ganz ehrlich, finde ich halb so wild. So, ab in die dunkle Höhle. Bitte, bitte keine Spinnen. Wow! Oh, hier schreckt mich das so nach. Stirb! Ach, ich habe keine Muni mehr? Doch, ich habe... Laura, bitte, mach keinen Scheiß. Mach keinen... Laura, mach keinen Scheiß. Oh, Alter, ist er tot? Zu Tode erschrocken, Alter, mein Herz. Ich habe gerade gequatscht von Spinnen und dann kommt hier einfach einer. So, wie ging das jetzt? So, ich möchte nämlich hier gerne noch eine Fackel haben. Da haben wir noch ein Medipack, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben jetzt insgesamt 5. Okay, hier geht es aber nicht weiter. Scheiß Tigerhöhle. Moment, da sind nur ein paar Fackeln. Ging es jetzt doch da vorne weiter oder hätte ich einfach zur anderen Seite gemusst? Hier ist sonst nichts mehr. Ich guck doch nochmal hier. Kann ich hier irgendwo hochspringen? Nein. Nein, ergibt keinen Sinn. Da geht's auch nicht hoch. Nee. Obwohl, das sieht doch so aus. Nee. Nee, das sieht doch nicht so aus. Vergessen wir es. Vielleicht bin ich auch hier komplett falsch. Oder aber, ich komme irgendwie von außen nach oben. Aber bitte nicht noch mehr Tiger, jetzt wo ich die Muni verballert habe. Das hier sieht doch gut aus. Dann hier hoch. Genau. Dann gleich irgendwie über den Wasserfall. Da geht es vermutlich nicht lang. Da oben nein, auch nicht. Okay. Kann ich denn von hier da oben drauf? Oh, wow. Nein, Laura, nein, nein, nein. Bitte, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Moment. Ich stelle mich erstmal hier hin und schaue mich da ein bisschen um. Ich könnte auch versuchen... Lasst uns das mal eben machen, hier unter dem Wasserfall irgendwie durchzutauchen. Ah, das geht sogar. Ach, das ist ja optimal. Ich hoffe, ich kann auch irgendwo... Oh mein Gott, ich kann auch irgendwo wieder auftauchen. Hallo? Moment, da war was. Ich möchte es haben. Was ist es? Da ist ein Schlüssel oder so. Nimm den mit. Rusty Key. Oh ja, super. Jetzt aber schnell weg hier. Ich kann doch auch schneller schwimmen, ne, mit RB. Und auftauchen. So, Rusty Key. Wofür ist der Rusty Key? Und wie komme ich da oben hin? Ach, Lara, bitte. Kann doch nicht wahr sein. Also hier ist schon mal gut, aber ich muss irgendwie da oben hin. So, da müsste ich hin und das geht... Das geht nicht von hier. Nee, nee, jetzt rutscht sie wieder. Nee, das geht nicht von hier. So, da hoch. Und dann? Was soll ich jetzt hier? Okay. Irgendwie nicht so. Ich kann hier rumlaufen. Ah, ach so, ich kann hier einmal komplett rum. Moment. Mach nochmal bitte so eine Fackel an, genau. Checkpoint. Ach, super. Oho. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Ich bin so happy, ne? Ich bin so begeistert. Okay, das ist jetzt ein relativ großes Gebiet, würde ich jetzt behaupten. Was denn da vorne? Wenn wir einfach doch mal hier so durchgehen. Kommen wir hier hin, okay? Da ich keine Ahnung habe, wo es weitergeht, gucke ich jetzt einfach mal hier so. Rusty Key, das bedeutet ja, hier muss irgendwo eine Tür oder so sein. Oder von mir ist auch eine Kiste, wäre auch möglich. Da kann ich rüber. Rutsche ich denn da runter? Das sieht so ein bisschen steil aus. Was haben wir hier für einen? Hat auch schon bessere Zeiten hinter sich. Ein großes Medikit.
Okay, ich kann schon wieder so eine Fackel anmachen. Da geht's nicht weiter. Okay, Moment. Also von da kommen wir vielleicht da oben hin. Nochmal zurückspringen. Komme ich da irgendwie durch? Sind wir jetzt wieder... Moment. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt wieder am Eingang? Ja, jetzt sind wir wieder am Eingang. Da ist der Tiger. Da ist die Mauer. Ach, wir sind jetzt... Okay, jetzt sind wir hier. Bringt uns gar nichts. Außer, dass wir, wenn wir Bock drauf hätten, jetzt hier wieder so einen Hechtsprung runter machen könnten. Möchte ich aber ungerne. Da ist auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder rein. Versuche ich jetzt irgendwie zu der anderen Stelle zu finden. Ja, hier wirst du doch runter können, oder? Jawohl, sehr gut. So, Checkpoint ist sehr schön. Aber wie komme ich von hier? Ah, dahin rutschen, dahin rutschen. Okay. Okay, nach oben. Lara, Lara, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, beeil dich. Sehr schön. Hat gut geklappt. So. Es ist aber jetzt noch keine Tempelanlage oder ähnliches hier. Es ist einfach erstmal nur alles glitschige, nasse Höhle. Da könnten wir wieder tauchen. Müssen wir sogar vermutlich, ne? Nee, doch nicht. So tief ist das gar nicht. Ey, das ist dunkel hier, oder? Jetzt mal wirklich. Ich mache mal eine Fackel an. Da geht's nicht lang. Okay. Und von hier kommen wir weiter. Das ist so schwer zu erkennen, ne? Ich wollte springen. Danke, Laura. Danke, danke. Das ist echt schwer zu erkennen. Das ist so ungewohnt, weil man immer denkt so, hey, es wird einem angezeigt. Und ich habe da immer voll die Probleme mit, dann rauszufinden, was wirklich eine richtige Kante ist. So, da war jetzt der Checkpoint. Okay, also hier rüber ist soweit klar. Die Sache ist die, wir müssen doch irgendwie da oben hin. Also ich glaube, ich bin gerade einfach nicht richtig abgesprungen oder vermutlich gar nicht abgesprungen. Deshalb hat es nicht geklappt. Laura, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Bitte, 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 bitte. So, wenn wir hier stehen, dann sieht das doch so aus, als könnte man da hin, oder? Dann da oben hin, dann irgendwie seitlich. Obwohl, da ist es auch gar nicht so schlecht. Warum sieht das überhaupt alles so verdammt glitschig und komisch aus? Und was soll diese kleine Pfütze hier? Da geht's nicht hoch. Nee, aus Wasser rausspringen ist auch nicht so eine geile Idee. Es geht doch nur hier vorne. Aber von wo soll ich da abspringen? Von hier? Ah, okay, funktioniert. Moment, dann sind wir hier und von... Oh Gott. Von hier erstmal dahin? Sieht ja so gar nichts. Da hoch. Okay, dann da vorne rüber. Checkpoint, das freut mich. Dann da durch. Ist doch alles unübersichtlich hier. Da oben hin. Ah, okay. Habe ich nicht mal gesehen, dass da eine Kante ist, aber gut. Hier hin. Geht es noch weiter nach oben? Ja, geht es sogar. Oh, wow. Nein, Lara, bitte nicht zu früh springen. So, dann einfach da so dran. Jo, funktioniert auch. Ach, super. Oh, wir sind wieder draußen. Und was genau bringt uns das? Es geht noch weiter nach oben. Und von hier... Nee, dahin geht's nicht. Eventuell da oben hin, genau. Jetzt bahnen wir uns hier im Endeffekt den ganzen Weg wieder nach oben. Dahin. Sehr gut. Und dann... was weg mit dir? Boah, der hält ganz schön aus, ne? Finde ich, für so einen Raben. Ist das schon eine krasse Nummer? So, hier noch nach oben und da noch nach oben. Und dann geht es jetzt weiter auf die chinesische Mauer. So, ich hoffe, wir können hier irgendwie rum. Das ist schon mal gut. Da kannst du nicht nach oben. Gibt es denn hier irgendwo eine Lücke? Nicht, dass wir jetzt hier wieder... Nee, nee. Komplett irgendwie zurückklettern. Ah, geht doch. Warum hat das gerade nicht funktioniert? Gut, Leute. Checkpoint. Ich würde sagen, das war's jetzt für die erste Folge. Also, ich finde es richtig gut. Es ist überhaupt nicht wie ein Fan-Remake.
mir gefällt es echt richtig gut. Das Einzige ist, wie gesagt, das mit den Kanten. Da muss ich persönlich mich dran gewöhnen, weil ich das immer super schwer finde. Aber gut, ich bin gespannt, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!